Na, seid ihr da? Damit erstmal herzlich willkommen bei Avanti on Tour. Ich bin der Dirk und für dieses Video braucht ihr Chips. Ohne geht's nicht. Oder Popcorn, könnt ihr euch selber überlegen. Und ein Fläschchen. Ja, hier ist jetzt Radler. Und damit ihr euch das auch besorgen könnt, kommt jetzt ein kurzes Intro, stattet euch aus und danach starten wir mit dem Video. So, jetzt werdet ihr euch natürlich fragen, hat der jetzt da einen an der Klatsche? Nein, hat er nicht. Aber das wird ein lustiges Video. Und ich hoffe, das ist für euch genauso lustig wie für mich. Ich habe schon lange die Idee, mal ein Video darüber zu drehen, was hier so in einer Woche an E-Mails bei Avanti on Tour eingeht. Und glaubt mir, das ist Stand-up-Comedy vom Allerbesten. Alle Mails, die ich euch jetzt vorstelle in diesem Video, bis auf die ersten drei, die sind, ich glaube, 4 Wochen alt. Aber alles andere ist ausschließlich in einer Woche hier bei Avanti on Tour eingetroffen. Und ja, da möchte ich mit euch mal ein bisschen herzlich drüber lachen. Hat auch einen kleinen ernsten Hintergrund. Ihr merkt vielleicht dann am Ende des Videos, wo wir Wert drauf legen, wenn wir irgendeine Kooperation eingehen. Aber der Spaß soll in diesem Video im Vordergrund stehen. So, ich gebe euch jetzt mal meinen Bildschirm frei und dann gehen wir als erstes mal in Outlook, damit ihr das auch sehen könnt. Wir starten hier mal ganz unten. Ich sage, das ist einfach nur lustig. Wir starten hier. Hi, I'm Mrs. Jane from Belleville, Kanada. Das war auch übrigens nicht im Spam-Ordner drin. Ne? Aber derzeit lebt und arbeitet sie in England und sie hat für mich einen Deal in Höhe von 4,8 Millionen Pfund. Der ist auch legitim und der ist auch richtig und sie möchte das mit mir 50-50 aufteilen. Ja, wenn ich Interesse hätte, soll ich mich melden? Das habe ich natürlich nicht gemacht. Immer klasse, wenn dann schon so Mails kommen mit... Könnt ihr mich noch ruhig Chips essen? Alessia von Fitwill schreibt, also Fit, das ist schon mal bei mir direkt richtig, ne? I saw your recent videos on YouTube, I'm so impressed. Alessia, finde ich klasse. We love what your channel conveys to the audience. So, also, es geht hier letztlich um ein paar Schuhe oder um irgendwelche Sportklamotten, die natürlich zu meinem hervorragend trainierten Körper wunderbar passen. Und deshalb ist auch die Mail im Müll gelandet. Dann haben wir hier... keine Ahnung, was das war. Hi, info at Avanti on Tour, finde ich schon mal eine klasse Anrede, ne? I just wanted to check, have you checked my previous emails? Pff, keine Ahnung, ist wahrscheinlich genauso gelöscht worden. Er will mir hier irgendwelche Apps verkaufen. Keine Ahnung, ist im Mülleimer gelandet. So, hier die Mail, die hat mich schon ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Zum einen erstmal... Also auf Deutsch geschrieben war. Na, also guten Tag, mein Name ist Jojo, Marketing Manager von FJ Dynamics, einem globalen Robotikunternehmen, das auf Digitalisierung und neue Energien spezialisiert hat. Gut, dann kippt der Google-Übersetzer etwas ins, naja, Abstruse. Wir möchten herausragende Ersteller von Inhalten wie Sie einladen, unser neues Produkt auszuprobieren. Bei der Powerstation bin ich dann doch ein bisschen stutzig geworden, weil die sah eigentlich cool aus. Also wenn das oben wirklich ein Ledergriff ist. Kleinstes tragbares Kraftwerk der Branche mit Tragegriff 3,6 Kilo.
48 Volt. Aber letztlich, ihr ahnt's. Mülleimer. So, jetzt. Ja, ist auch klasse hier. Hi, dir, Avanti und Tour. Klasse Anrede, ne? This is Chris from Powerness. We are a brand of portable power station and solar panel. Ganz ehrlich, Einladungen, um Power Stations zu testen, bekomme ich am Tag 1 bis 2. Und ihr seht an der Menge an Power Stations, die wir hier auf dem Kanal zeigen, dass wir wahrscheinlich nur 1 bis 2% der Anfragen überhaupt beantworten. Das zeige ich euch gleich mal noch. Das ist Wahnsinn. Das scheint auch ein irres Geschäft zu sein, was man mit Power Stations heute machen kann. Also er schreibt jetzt hier, based in the United States of America, we also have other branches in Germany, Japan, Korea and Canada. Also, ich soll mir dann die Website ansehen. Habe ich natürlich nicht gemacht, wie ihr euch vorstellen könnt. Und damit hat sich das. So, hier der nächste ist wieder lustig. Hallo? Hoffentlich geht alles gut. Ja, das hoffe ich auch jeden Morgen, wo ich aufstehe. Verfolge deinen Kanal seit einigen Monaten und war von deinem, Singular, Video beeindruckt. Von welchem? Ja, wir machen 2 bis 3 die Woche. Wir möchten Sie einladen, Infrarot T2 Pro Wärmebildkamera zu testen. Also der Kanal heißt ja seit Anbeginn Avanti und Tour, Reisen, Technik, Vanlife. Wir haben es dann im letzten Jahr, als der Hümer kam, geändert in Reisen, Technik, Camplife. Aber eine Infrarotkamera für Smartphones. Nicht nur eine Wärmebildkamera, sondern auch eine Wärmebildmonokular. Es ist ein Trag... Also, Leute, vergesst es. So, David schreibt, David Blake, boost your AdSense Revenue. Da bin ich natürlich immer ein Freund von. AdSense Revenue ist die praktisch die Einnahme, die wir von Google bekommen. Haben wir mal ein extra Video zu gemacht. Was er letztlich von mir wollte, bin ich auch überfragt. Will 15 Minuten meiner Zeit. Keine Ahnung. Also, weiß ich nicht, was er da mit mir vorhat. Bin ich aber auch raus. So, jetzt wird schön. Was haben wir jetzt? Avanti on Tour, hallo. Aha. Ich liebe ja diese chinesisch auf deutschen Google-Übersetzungsprogramme. Ne? Vor allen Dingen, wenn dann hier drin steht, diese Mail wurde maschinell übersetzt. Daher kann es zu Ungenauigkeiten kommen. Bitte haben Sie dafür Verständnis. Danke. Auch hier, Singular, ich habe Ihr Video auf YouTube gesehen. Also wir haben jetzt gemacht seit September, Oktober 18 mit den gelöschten knapp 700. Also war sehr an dem Inhalt interessiert. Gut. Wenn Sie gerne einladen, ein Albumvideo zu drehen, um unsere Produkte zu bewerben. Aha. Zunächst einmal ist EcoPlay ein chinesisches Unternehmen, das tragbare Netzteile herstellt. Also ich glaube, ihr merkt es, geht hier wieder um Powerstations. Ne? Keine Ahnung, fragt mich nicht. Mülleimer. Und Powerstation, die nächste. Hier. Hallo. Ich hoffe, diese E-Mail erreicht Sie gut. Ist angekommen. Mein Name ist Jenny. Diese ganzen Chinesen, ne, die haben übrigens alle deutsche Vornamen. Da ist nicht irgendwie Wang No oder Ling Ming. Brand Marketing Specialist bei Aferi. Wir sind ein Unternehmen, das tragbare Kraftwerke entwickelt. Unterstützung. Wir haben Ihren wunderbaren YouTube-Kanal. Und dann kommt dieser Platzhalter, ne? Wo sie dann irgendwie mit irgendeiner Software die ganzen YouTube-Namen eintragen. Avanti und Tour gesehen, waren beeindruckt von den Videos, die sie gemacht haben. Okay.
Testkampagne. Ja, sieht ganz nett aus, aber ganz ehrlich, ist nicht mein Ding. So, dann haben wir hier die Krit. Männlich, weiblich, divers, keine Ahnung. Krit Jiang. Hallo, freut mich, Sie kennenzulernen. Okay. Zwischendurch mal. Chips essen. Mal ganz was Neues. Ihr seht, die meisten habe ich eigentlich gar nicht gelesen. Ne? Geht mit Power Station. All Powers. 600 Watt. Vergesst es. Bin ich raus. Also ich mache gerne hin und wieder Power Station Videos. Ne? Aber irgendwann ist mal Schluss. Hi Avanti und Tour. I found your channel on YouTube and watched your videos. So many helpful tips on camping in your channel. Ach so, ja. Da ging es um eine Dashcam. Ich habe lange kein Dashcam-Video mehr gemacht. Deswegen habe ich da auch geantwortet. Habe gesagt, also, okay, können wir machen. Tarif für ein Video, jetzt hier für so ein kleines, 250 Euro. Könnt ihr euch überlegen. Und plus die Dashcam. Und dann kam als Antwort zurück, ja, so viel Geld hätten sie nicht. Ob ich denen nicht einen reasonable price, also einen angemessenen Preis machen könnte. Und dann habe ich zurückgeschrieben, also Leute, der Preis ist nicht nur reasonable, der ist eigentlich a bargain. Also das ist ein Schnäppchen. Sorry, also haben sich auch da nicht mehr gemeldet. So, dann haben wir hier den David Pulat. Der schreibt jetzt hier sogar an dirk@avantiontour.com. Keine Ahnung, normal haben wir nur die Info. Der ist Sales and Marketing Director in Nantes. Liegt in Frankreich. Schreibt dann aber dir, Sir, Madam, your products interest us. Could you provide us with a catalog of your products? Okay. Bin jetzt überfragt, welchen Katalog ich denen da schicken soll. Naja. So, dann haben wir hier die Liz Gabi. Die schreibt dir Avanti. Finde ich auch ganz nett, ne? It was a pleasure to contact you. Ich kann mich an keinen Kontakt erinnern. Power Station. 1200 Watt. Der nächste. Hi Avanti on Tour. So nice to e-meet you. Aha, okay. Hope you're enjoying an amazing day. Ja, den habe ich. Das ist jetzt die Alice. Die promotet ein neues Produkt namens Dup Dup. Aha. Und das konvertiert Text into human-like speech. Aha. Okay. So, ich kann dann auswählen. Einmal das Dup-Dup VIP, also VIP, for free. Kostet nochmal $360. Ihr bekämt 15% Rabattcode und ich bekomme 15% Commission per Sale. Oder, ich könnte euch jetzt auch noch verarschen, ich bekomme das Ding für lau. Ihr bekommt keinen Rabatt, aber ich bekomme 20% Commission. Ne? Also, sorry. Bei aller Freundschaft bin ich raus. So, und dann haben wir jetzt, was haben wir hier noch? Jetzt kommt Romos Marketing. Janice von Romos Technology. So neun Produkte auf... Jetzt haben wir ja einen drauf trinken. Hier geht es wieder um der Power Station. Also... ihr glaubt es nicht, ne? Ich meine, ich mache ja jetzt hier für Anker und EcoFlow und Bluetti. Kein Thema, ne? Aber was es da draußen in China noch alles für, und USA, noch alles für Anbieter von Powerstations gibt, macht euch kein Bild. So, hier haben wir jetzt die Sicilia Campos. Guten Tag. Melde mich bei dir, okay, von der Marketingagentur Tatam Digital, um dir eine unglaubliche Zusammenarbeit mit einem unserer Kunden, HelloFresh,
esse gerade Chips. HelloFresh ist ein Mahlzeiten-Paketdienst, der alle beeindruckt. Er bietet Gerichte für jeden Geschmack sowie vegane und vegetarische Gerichte. Also mal seh ich so aus, als wäre ich Veganer. Ich möchte mit dir in einem der nächsten YouTube-Videos zusammenarbeiten. So. Ja, die gehen aber dann schon ins Detail. Falls du daran interessiert bist, sende mir bitte auch die demografischen Daten deines YouTube-Kanals. Also die wollen dann wissen, wer unseren Kanal guckt, um das mit ihrer Zielgruppe dann noch abzustimmen. Alter, Geschlecht, Herkunftsland. Ein Screenshot von YouTube reicht aus. Also, Leute. Achso, und für jedes Video, was veröffentlicht wird, wird ein Baum gepflanzt. Also bis ich mit euch meine YouTube-Daten teile, machen wir nicht. Zwei Sachen habe ich jetzt noch angeleiert. Einmal, aber die haben sich auch nicht mehr gemeldet. Hier, mal gerade gucken. Das ist Ukitel. Mal gucken, ob da noch irgendwas kommt. Und dann kam jetzt eine Mail. Die fand ich jetzt auch nicht schlecht. Ich finde sie nur gerade nicht mehr. Ah, hier, genau. Ob da was draus wird, müssen wir mal abwarten. Da schreibt die Mia Peng. Ich war auch erst versucht, das in den Mülleimer zu werfen. Aber sie schrieb dann, hi Sonja und Dirk. Und das machen die wenigsten, ne? Ihr habt es gesehen, also entweder hi Avanti oder hi Avanti und Tour. Aber hi Sonja und Dirk, da war ich dann schon mal, zumindest hatte sie meine Aufmerksamkeit. Und die Mail kommt von Alpha ISS Europe. Das ist einer der größten Hersteller von Solaranlagen weltweit. Also die spielen in der Liga mit Tesla und anderen. Da habe ich dann gedacht, gut, okay, liest du das zumindest mal durch. Sie schreibt dann auch, ne, ich habe dein Testvideo gesehen von der Anker 521. Das war übrigens das erste Anker-Video, was ich gemacht habe. Die Anker habe ich ziemlich zerrissen. Die haben jetzt auch eine Powerstation. Seht ihr hier unten. Die wollen jetzt auch als Neueinsteiger in den Markt rein. Aber wie gesagt, das ist ein Riesenunternehmen, was da dahinter steht. Und da wollen wir jetzt mal gucken, ob da was draus wird. Kämen auch Solarpaneele mit. Und das Ding ist relativ günstig mit unter 1500 Euro. Mal gucken. Da sind wir noch dran. Und da bin ich jetzt auch mal gespannt. Vanshoe hat sich mal wieder gemeldet bei mir. Ihr wisst, wir haben die, oder wisst ihr vielleicht nicht, wir haben die Vanshoe Dashcam vorne drin seit 3 Jahren. Locker. Und ja, die kamen jetzt auch mal mit der Produktneuheit. Da habe ich dann auch gesagt, okay, das können wir mal machen. Aber Paket ist bisher auch nicht gekommen. Ja, ich hoffe, das war für euch ein kleines bisschen unterhaltsam. Wie gesagt, das ist ein Video, das hatte ich schon lange mal im Sinn. Und ich esse jetzt mal noch meine Chips fertig, trinke meinen Radler zu Ende. Und ihr knallt mir bitte mal die Kommentare voll, wie euch das gefallen hat. Bleibt gesund da draußen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.